Hallo Max. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Das hier ist unser Silverdream S641. Mhm. Wir haben hier einen Silverdream mit 6,40 Meter Länge auf 3,5 Tonnen. Eigentlich ist es ein 4,1 Tonnen Fahrgestell, abgelastet auf 3,5 Tonnen. Dadurch können wir den noch mit unserem Führerschein fahren. Und ja, was haben wir hier Besonderes? Wir haben Nummer 1 einen Mercedes, dadurch haben wir einen Heckantrieb. Nummer 2, wir haben einen komplett voll Monocoque. Das bedeutet, das Ding ist aus einem Guss gegossen, voll GFK. Wir haben eine Isolierung, dadurch sind wir winterfest und wintertauglich. Und wir sind ziemlich stabil, sagen wir es mal so. Jeder weiß, wie es mit dem GFK ist. Wir haben da halt eine sehr starke Festigkeit. Zusätzlich sind wir auch individuell. Das bedeutet, wir können für Sie Ihren Grundriss zeichnen, bauen und designen, so wie Sie das wünschen. Auch mit den ganzen elektrischen Geräten, Frischwassertank oder andere Ideen, die Sie haben. Wenn wir mal nach innen gehen. Genau. Muss ich mal umschauen. Das hier ist das Feinwood-Design. Wir haben hier französisches Bett, wo man längs schlafen kann. Wir haben in der Ecke hinten unser kombiniertes Bad. Dadurch haben wir die Toilette und die Dusche in einer Kabine. Daneben ein großer Kleiderschrank. Genau. Ja, okay. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank, den man aufmacht, genau. Unsere Küche, die wir natürlich auch in Anthrazit machen können, hier für die Arbeitsplatte. Nochmal, die sehr robust ist, können wir hier auch etwas abstellen, können hier also quasi den Raum fürs Kochen nutzen. Und wir haben hier Sitze, die verstellbar sind, die drehbar sind. Aber wir müssten hier gar nichts verstellen. Wenn wir schlafen wollen, können wir das hier einfach runter machen und haben hier ein Hubbett. Wäre diese Breite nicht reicht, können wir das nochmal um 20 cm verlängern. Man kann hier trotzdem hocken, hier kann geschlafen werden. Oder wenn zum Beispiel die Kinder oder Enkel noch schlafen, kann man sich hier unten schon mal hinhocken. Der Tisch ist auch verstellbar. Man kann ihn hier quasi so anpassen. Und noch ein bisschen weiter rüber, wenn man den jetzt drehen würde. Ja. Genau. Dann hat man hier für 1, 2, 3, 4, 5 Personen Platz. Mhm. Das ist ein sehr kleiner Camper auf 640, wie gesagt. Wir haben hier ein Leergewicht von 3200 Kilogramm. Das heißt, wir haben noch um die 300 Kilogramm Zuladung. Kompressorkühlschrank oder Backofen wäre auch eine Option. Ja. Hier ist noch der Fernseher. Ja. Und sonst alles in Handarbeit geschreinert. Perfekt. Thank you very much. Welcome. And these are the specifications. Yes. Wichtig, der Heckantrieb oder der Allrad ist auch möglich. Aber Heckantrieb ist Serie, Allrad wäre optional. Okay. Max, thank you very much. Bitteschön.